Jo Leute, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Seid ihr gut hergekommen? Ja. Aber bestimmt nicht mit der Bahn, so wie du, du Hurensohn. Schön. Kollege, also wir wollten uns ja vor 4 Jahren schon mal treffen und da hatten wir ja telefoniert gehabt und da hattest du das Gespräch dann aufgezeichnet und dann auf JPG2 als Kit draufgetan. Und da wollte ich mal fragen, was ist eigentlich das Problem zwischen uns? Problem zwischen uns? Ja, was haben wir für ein Problem? Dein Problem ist, denke ich mal, für jeden offensichtlich erkennbar, mein junger Freund. Mein einziges Problem ist, dass ich nicht mehr klarkomme, dass mein Kontostand noch in den Taschenrechner passt. Ansonsten war aber auch für dich doch, denke ich mal, ganz gute Promo. Für deine Plattform, wie heißt die nochmal? Tideflow. Tideflow TV. Tideflow TV mittlerweile, damals war noch DE, interessant. Ist auch weiterentwickelt, ja? Mit der Zeit gegangen. Man muss mit der Zeit gehen, immer mit der Zeit gehen. Wie sind die Klicks? Ganz ordentlich, wir haben so 3.000-4.000 Klicks. Insgesamt? Im Monat. Im Monat doch, im Monat, ja. Lass mich das mal kurz so umrechnen. Ja, macht das in 30, 40 Euro im Monat. Das ist doch schon mal was. Ja, hast du schon mal zumindest die Batterie bezahlt. Es geht ja nicht ums Geld, sondern es geht um den Hip-Hop an sich. Ja, da hast du ja die zwei Richtigen hier. Und wie lange hörst du selber schon Hip-Hop-Musik? Mein ganzes Leben höre ich schon Hip-Hop. Run DMC waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe. Und Oldschool ist immer noch so mein Ding. Aber eigentlich wollte ich euch ein paar Fragen stellen. Okay, was ist denn eine Frage? Also ich habe ja auch euren ersten Blog gesehen und fand das echt super, die Idee mit Farid Ben und Friend. Und dann war ich total enttäuscht, dass ihr dann den Weg doch nicht gegangen seid. Und da wollte ich mal fragen, so altreif, vorbildlich, das hat doch eigentlich viel mehr Zuhörer als das. Warum seid ihr dabei nicht geblieben? Ganz einfach, weil wir keine Nuttensöhne sind. Weil nur ein Nuttensohn wird sein Album altreif, vorbildlich nennen. Ja, so ein Hurensohn wird das auch nur verlangen. So. Richtig. Also ein richtiger Mann, der beispielsweise eine Küche vielleicht nur betreten hat, um die Sachen einzubauen da in sein Leben. Oder wirklich seine Wohnung so ausgelegt hat, dass es keinen Weg an den Fernseher vorbei gibt für eine Frau, sondern dass das wirklich im letzten Quadratmeter der Fernseher ist, sodass man ungestört Fernseher gucken kann. Der wird niemals so ein Album rausbringen und der wird auch nicht so ein Album hören. Weil wir wollen mit der Hörerschaft wollen wir definitiv nicht solche Leute wie dich erreichen. Also lieber sagen wir dann, okay gut, wir verzichten auf einen guten Geldbatzen, anstatt dass wir solche Leuten wie dir begegnen auf unseren Konzerten. Denn das ist kein schönes Gefühl, oder wie siehst du das? Nee, da spiele ich lieber in einer leeren Halle als vor solchen Hurensöhnen. Jetzt mal unter uns, also dieses 44er Bizeps-Ding, ne? Ist das denn wirklich essentiell für Hip-Hop? Ich meine, so Crews wie RAG haben auch keinen 44er Bizeps gebraucht. Die haben keinen gebraucht, aber du siehst ja jetzt, wo sie heutzutage sind. Kaisers, Kassierer, Regale, Einräumer, bei der Post irgendwie dann der Filiale die Briefe annehmen. Und lauter solche Berufe, die wirklich und dass sie Schublade sind. Aber du erkennst ja auch jetzt in der momentanen Lage, dass die Verkaufszahlen auch sehr, sehr stark zurückgehen. Und das liegt definitiv am 44er Bizeps. Man sieht immer mehr, dass diese Bodybuilding-Ding wirklich aus der Rap-Szene sich so ein bisschen die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten ein, zwei Jahre, dieser Hype da so geringer darum geworden ist. Und das spiegelt sich dann ganz klar in den Verkaufszahlen wieder. Ja, Florian, da bin ich auch noch kurz was dazu sagen darf. Es gab ja früher mal, in der Anfangsphase von Deutschrap gab es ja diesen Aufschwung, ne, wo das neu war, da war das einfach neu, da hat man es gekauft. Dann ging es aber auch relativ schnell mit den Verkaufszahlen bergab. So, das waren ja alles Kifferschweine, das waren ja faule Studenten damals. Ne? Da hat ja keiner annähernd auch nur einen 44er Bizeps gehabt. Florian, das weiß ich selber. Deswegen ging es ja mit den Verkaufszahlen runter. Der Nächste, der den Hype hatte, da kamen ja erst wir. Damit hat der Markt sich ja erst wieder erholt. Die haben ja alle jetzt in den letzten Jahren nur verkauft, weil sie noch im Nachgang profitiert haben von dieser Stabilisierung des Marktes, die wir mit der PG2 erzeugt haben.
So, das geht natürlich jetzt wieder rapide bergab. Sag mir einen Rapper mit einem 44er Bizeps heutzutage. Es gibt keinen außer uns. Und es gibt dementsprechend auch keine erfolgreichen Rapper. Ich könnte da gerne mal die GFK-Zahlen der ganzen Kasper, kann ich dir mal rüberjagen. Und dann wird dir auch der Zusammenhang vielleicht klarer. Abgesehen davon, ich habe letztens mal einen Song aufgenommen im 43,9er. Du, das war eine ganz andere Stimme, Florian. Da hat deine Mutter sich auch beschwert. Da war die lange nicht so feucht wie sonst. Ja, interessante Sichtweise. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. So. Es macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Ja, interessant. Gibt's weitere Fragen? Ferris MC hat ja neulich auch sein Karriereende bekannt gegeben und hat jetzt auch das Mic an den Nagel gehängt. Mhm. Meinst du, das könnte... Ja, bitte, sorry. Entschuldigung. Könnte das auch an euren... Komm, sag's. An euren Beleidigungen und da so gelegen haben? Ich hoffe es doch sehr stark. Aber zum größten Teil liegt das natürlich an der beruflichen Orientierung seiner Mutter, die ja sehr Hand in Hand mit der deiner geht. Also das heißt, da ist irgendwo eine Kollegschaft zwischen den beiden Frauen und vielleicht nicht nur eine Kollegschaft, sondern auch ein Kollege, der das dann da verbindet und der vielleicht auch eben bei seiner Antwort uns vielleicht was verheimlicht hat und nur von einer Frau erzählt hat, um sich da wirklich jetzt sein Image als Friend da irgendwie gut zu halten. Aber ich bin mir sicher, der hat der junge Mann uns da noch mehr zu erzählen, ja, oder? Freunde, ihr macht mich fertig. Ich kann jetzt aus steuerlichen Gründen da nichts zu sagen, aber ihr zwei Banausen seid ja schon ganz auf dem richtigen Trichter, sag ich mal so, ne? Hm? Florian, wir haben auch nicht mehr so lange Zeit für das Interview, glaube ich, oder? Mhm. Oder du wolltest noch im Puff? Mhm. So viel Zeit muss sein, ne? Dann geh doch direkt zu seiner Mutter. Wo ist sie denn? Ja, die ist doch hier. Die habe ich doch hier immer noch laufen, Bruder. Ach, immer noch? Bahndamm! Ja, sagst du. Nummer 28, Bruder. Gehst du bei ihm vorbei. Okay. Vielleicht kriegst du da noch einen Rabatt, wenn er da irgendwie da schöne Grüße nochmal sagt. Ja. Dann rufst du gleich bei deiner Mutter an und sagst, da kommt ein Freund von mir. Der Farid, die kennt mich ja schon. Die kennt mich ja schon. Dann soll die mal im Gegenzug für das Interview, soll die mal da die Hände nicht so ganz so weit aufhalten. Ne? Und sonst, Florian, machst du auch sonst noch mit anderen Künstlern Interviews? Oder ist das dein erstes Interview? Ja, ich habe neulich noch mit Torch gesprochen, Schwester S. Komm, ist gut, lass mal einen Kopf zum Reich. Ja, schade, ich würde noch gerne Stunden weiter mit euch sprechen. Du hast ja gehört, wir müssen leider weg. Aber wenn du zu meiner Mutter fährst, kannst du mich mitnehmen? Mein Busticket ist abgelaufen. Nee, ich glaube, das ist. Ich habe dir gesagt, das ist der Nuttensohn des Jahrhunderts, Bruder. Komm, lass gehen. Ach, schade. Aber nette Jungs.